Das wäre jetzt die Stelle, wo sie sagen, oh Schatz, passt du jetzt mal besonders gut auf. Ich muss mal gucken, ob der Wagen zu mir. Nee, bleiben Sie da. Sehen Sie es so, ich habe 4 Jahre Schopenhauer gelesen und Sie kriegen es in 4 Minuten jetzt erklärt. Lassen Sie sich ein auf einen Flirt mit der Metaphysik. Was ist Metaphysik? Griechische Billigfluglinie? Auch nicht da. Metaphysik ist die solide Grundlage von allem, was wir nicht genau wissen. Besser kann ich es nicht sagen. Und außerdem werdet ihr vielleicht im Denken Schopenhauers auch einiges von euren eigenen Ansichten über Musik wiedererkennen. Menschen aller Kulturen und aller Epochen sprechen immer wieder von der Macht der Musik. Wir alle spüren wahrscheinlich ab und zu diese Macht, wenn wir Musik intensiv erleben, wenn sie uns gefangen nimmt, verzaubert. Und Schopenhauer würde sagen, kein Wunder. Denn Musik ist mehr als nur Klang. In der Musik hören wir unser innerstes Wesen und nach Schopenhauers Meinung sogar das Wesen der Welt. Die Musik, in Schopenhauers eigenen Worten, wirkt so mächtig auf das Innerste des Menschen, wird dort so ganz und tief von ihm verstanden, als eine ganz allgemeine Sprache, deren Deutlichkeit sogar die der anschaulichen Welt übertrifft. Bei Stevie Wonder klingt das ähnlich. Music is a world within itself with a language we all understand. Also auch die Sprache der Musik, die wir überall verstehen. Und so manche werden Schopenhauer und Stevie Wonder schon zustimmen wollen. Aber wie begründet Schopenhauer seine Auffassung? Woher rührt die Verständlichkeit der Musik, von der hier die Rede ist? Schopenhauer sagt, die Musik bildet nicht ab wie ein Symbol. Wörter, Bilder sind Symbole, mittels derer man Gegenstände oder Handlungen abbildet oder bezeichnet. Nicht so die Musik. Wenn die Musik aber doch eine Sprache ist, muss sie auf etwas verweisen. Und das ist nach Schopenhauer nichts in der Welt, was wir wahrnehmen, es ist das Wesen der Welt, das in allem, was existiert, zu finden ist. Musik drückt die Quintessenz des Lebens aus, indem sie unter anderem auch das Wesentliche der Emotionen in Klänge fasst. Also sozusagen die Formen von Emotionen ohne die konkreten Motive und Umstände, mit denen Emotionen ja immer im Leben auftauchen. Ne? Man ärgert sich über was, freut sich über was. Und Emotionen sind für Schopenhauer Formen, die der Wille annimmt. Damit führt die Musik ins Zentrum des Menschen, des Lebens und der Welt überhaupt. Im gesamten Kosmos der belebten wie der unbelebten Welt findet sich Schopenhauer zufolge ein gemeinsames Prinzip, das er Wille an sich nennt. Stört euch nicht daran, das kann ich auch nicht erklären, warum das jetzt Wille heißt. Wir sollten dabei an ein allgemeines Muster denken, das aller Dynamik in der Natur zugrunde liegt. Also, dass sich die Materie ausdifferenziert, sich organisiert zu immer komplexeren Formen, die sich schließlich zu Leben bilden, zu bewusstem Leben, zu Menschen, Menschen, die Musik machen, ja, und sich so Fragen stellen wie wir gerade. Das alles ist Ausdruck dieses, wir würden heute sagen, selbstorganisierenden Prinzips Wille, das letztlich für alle Entwicklungen in der Natur verantwortlich ist. Dieser Wille an sich ist kein rationaler göttlicher Geist, ne, sondern ein arationales, blindes Prinzip. Und das zeigt sich unter anderem auch daran, dass dieses Prinzip mit sich im Widerstreit lebt. Ablesen könnte das an den Zerstörungen, Spannungen, Kämpfen und Widersprüchen in der Natur und nicht zuletzt wieder an den menschlichen Konflikten. Die Welt ist ja kein paradiesischer Ort, sondern eher ein Kampfplatz der Kräfte der Natur, ein Ort, der überwiegend durch Leiden, durch Konflikte gekennzeichnet ist, durch Wettkampf um Macht und Ressourcen. Das ist eben das, was Schopenhauer auch Pessimismus nennt. Die Musik jetzt empfindet und beschreibt Schopenhauer als eine wunderbare Kunst. Sie erscheine dem Menschen wie ein fernes Paradies. Denn in der Musik herrschen Symmetrien,
Harmonie und Versöhnung. Ihr habt alle gut aufgepasst. Ja? An dieser Stelle spürt ihr jetzt wahrscheinlich eine gewisse Spannung, einen gewissen Widerspruch. Wenn beide, die Welt und die Musik, Ausdruck desselben Prinzips, das heißt auch derselben Konflikte sind, warum drücken sich in der Musik dann nicht gleichermaßen Spannungen und Widersprüche aus, die wir in der Welt vorfinden? Warum herrscht in der Musik Harmonie und Versöhnung vor? Warum scheint die Musik von einer besseren Welt zu reden? Gelangte Schopenhauer vielleicht zu seiner Auffassung, weil er persönlich Musik bevorzugte, in der sich alle Spannungen stets auflösen? Musik, in der es deutlich mehr Symmetrie und Wohlklang und Harmonie gibt, als Asymmetrie, Dissonanzen und Spannungen? Hätte Schopenhauer vom fernen Paradies gesprochen, wenn er auf den Blues gestoßen wäre? Thank you.
myself. I swear to come back over yonder. Artist Blue Band. Artist Blue.